Es ist ja pädagogisch wichtig, Kinder da abzuholen, wo sie sind. In der Kita. Ach ja, die lieben Kleinen. Also der Generationenkonflikt, das ist ja schon lustig. Wenn meine Kinder jemals so frech zu mir werden, wie ich es zu meinen Alten bin oder war, dann ganz klar, da werden die enterbt. Wobei das ja wahrscheinlich gar nicht schlimm wäre, weil meine Kinder ja das Erbe ihres Großvaters, also meines Vaters, komplett durchgeschoben kriegen. Ja. Weil mein Vater mich ja schon vor Jahren enterbt. Ja. Und jetzt warte ich hier. Meine Rolle als Sohn und meine Rolle als Vater unterscheiden sich ja in einem Punkt ganz extrem. Zwistigkeiten, die ich mit meinem Alten habe, die werden meistens beendet mit einem überheblichen Lächeln. Und zwar von mir. Und Zwistigkeiten, die ich mit meinen Kindern habe, die werden auch mit einem überheblichen Lächeln beendet. Aber nicht von mir, sondern von meiner Frau. Ja, ich kann mich auch wunderbar in meine Kinder reinversetzen. Von der ersten Sekunde an. Bis zu meinem dritten Lebensjahr dachte ich, ich heiße, lass das. Bis zur Jugendweihe dachte ich heiße, nein. Und die Fragen, die die Kinder stellen, Wahnsinn. Und man muss ja auch immer die richtige Antwort haben. Und man wird nirgendwo dafür ausgebildet. Wenn man die falsche Antwort gibt, hat das verheerende Konsequenzen. Da liegen die dann später beim Psychologen auf der Couch und da sagt der Psychologe, was? Das hat ihr Vater zu ihm gesagt? Naja, ich sehe ihn ja nachher. So einfache Fragen wie, Papa, was macht unser Nachbar eigentlich beruflich? Der trifft gerne Menschen. Oder wie würden Sie jetzt Scharfschütze beschreiben? Ja, ja, Fragen, Fragen, Fragen. Aber es sind ja nicht bloß die Kinder. Bin schon auf folgende Frage gespannt, die mir mein Vater später mal stellen wird. Wer sind Sie? Und neulich hat meine Tochter den Vogel abgeschossen. Stellt sie sich vor mich hin und stellt mir die Frage, Papa, was macht eigentlich Angela Merkel beruflich? Wisst ihr was? Frag deine Mutter. Manchmal habe ich das Gefühl, dass gar nicht ich abhole, sondern ich eigentlich abgeholt werde. Hallo? Sie werden so schnell groß.